Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play 8-Bit Armies. In der letzten Folge sind wir mit der Mission Helping Hand angefangen, indem wir einige Raffinerien zerstören müssen. Oh, ich sehe gerade hier dann noch einen. Mist, ich dachte, den hätten wir durch. Ja gut. Und unser Verbündeter Murphy muss überleben. So, und ich würde sagen, machen wir mal weiter und schauen wir mal, ob wir es so weit hinkriegen. So, wichtig ist natürlich für uns einiges an Panzern, vor allen Dingen auch diese blöden Abwehrteile. Also, ich wollte noch ein Radar bauen. Constructing. Ich wollte gerade sagen, waren die jetzt die ganze Zeit hinter dem her? Mal wieder noch stellen. Ah, gut, der kümmert sich darum. Ich muss hier echt noch rein. Ich will hier nicht rein. Ganz ehrlich, ich will da nicht rein. Radar complete. Wenn ich mir so angucke, was der da noch alles stehen hat, ne? Das ist ja echt nicht mehr feierlich. So, ich baue gleich noch ein zweites Radar gleich. Und vor allem eine Atombombe. Ich baue auf jeden Fall eine Atombombe, dann kann ich den Scheiß hier wegmachen, bevor ich da reinrolle. So, machen wir aber anders. Wir gehen jetzt mal hier hin mit allen Einheiten. So, ihr kommt mal bitte mit, weil wir haben da hinten was vergessen. Power plant complete. So, und dann bauen wir jetzt mal La Bomba. Constructing. Saft haben wir ja genug. So, ihr fahrt dann mal bitte einmal mit hin. Armored Car. Ally under attack. Was haben wir denn hier? Ich würde da vielleicht jetzt wirklich... So. Und anscheinend kriegen wir es alleine echt nicht gebacken, hier aufzubauen. Oh, da kommt Panzer. Panzer sind ganz schlecht für mich. Nein, ein Mist. Ally under attack. Wenn wir jetzt nicht gleich anfangen zu rollen, ist alles gut. Ah, sonst fahren hier uns so und so Leute platt. Komm, den noch. Und hier sind noch ein paar. Ach, abhauen. Feiglinge. So, und dann gehen wir wieder zurück. Ally under attack. Aber ganz ehrlich, meint ihr das jetzt ernst? So, dann bauen wir noch einen zweiten, dann geht es ein bisschen schneller mit den Atombomben. So, jetzt würde ich aber langsam... Ja, ich weiß, was hier steht an Mist, ne? Ich weiß es. Natürlich die Frage. Wir sollten vielleicht noch eine Raffinerie bauen. Missile Silo complete. Constructing. Weil die eiern jetzt hier schon alle hin. Wo sind meine Leute? Hier. Ich würde mich jetzt nämlich hier positionieren. Constructing. Ja, greift ruhig an. Machine gun turret under attack. Repairing. Rocket turret under attack. Repairing. Ja. Power plant complete. Ally under attack.
So. 11 Sekunden noch. Ich würde es einfach mal hier reinkloppen. Einfach hier rein. Weil ich vermute, dass sie da die meisten von ihren Einheiten stehen haben. Ich hoffe, ich habe einiges von ihnen kaputt gekriegt. So, wo soll denn der jetzt hier noch stehen? Komm, erstmal machen wir das Scheißhauptkommando. Mehr. Ach, sagt es mir relativ egal. Panzer müssen noch kaputt. So, aber wo bitte soll denn der letzte hier stehen? Hier steht keine Raffinerie mehr. Schieß doch mal auf den da hinten. Ach komm, holen wir noch ein bisschen vor. Und da nochmal zwischenzeitlich einen von. Hier soll irgendwo noch eine sein. Ich weiß echt nicht wo. Okay, der Pisser kann zumindest schon mal nicht mehr bauen. Das sind immer nur noch die drei. Also hier steht da nur noch 5 von 8. Das wäre jetzt der Quatsch, wenn ich da auch nochmal hingehe. Weil, Das muss auf jeden Fall ein Bug sein. So, was haben wir denn hier? Ich vermute, die sammeln sich hier. Ja. Ey, haben die es jetzt echt gepackt, vor noch wegzugehen? Oh Mann. So, wir bauen auf jeden Fall noch ein Radar. Constructing. Dann sehe ich da ein bisschen mehr da hinten. So, komm mal, ihr geht bitte mit hier nach oben. Kinders, ne. So, jetzt können wir... Alter Schwede. Okay, der hat einiges. Bräuchte da nicht mal noch ein paar von den Raketenwerferleuten, gerade wegen diesen ganzen blöden Hubschraubern, ne? Da können wir noch ein paar von gebrauchen. Weil der hat ja anscheinend auch wieder haufenweise. Das ist auch ein Gewusel da bei dem. Dann rückt man schon mit den ersten vor. Nur mal zu gucken, was hier überhaupt ist. Okay, hier steht einiges rum. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Raketenwerfer. Acht, neun. Wow. Das könnte schwierig werden. Rocket turret under attack.
So, komm her, mach das Ding mal kaputt jetzt hier. Sieht alles ganz gut aus. Repairing. Constructing. Der braucht mich ja nicht mehr zu interessieren. Das hier finde ich schon ein bisschen krass, ey. Rocket turret under attack. Rocket turret complete. Machine gun turret under attack. Da komme ich, glaube ich, niemals ohne Probleme rein. Weil ich muss halt hier den auch noch zerstören. Ah, das wird lustig. Das wird lustig. Ich baue mir noch einen Motorpool. Constructing. Ach, total wahllos hier. Irgendwo was hingesetzt. Totales Durcheinander hier. Kisten haben wir nirgends wo irgendwie rumstehen, die wir einsammeln können, ne? Motorpool complete. Was wir höchstens machen könnten. Was kommt? Ihr lieben Panzer. Ein bisschen mit Vorrücken. Meinem Kollegen mal ein bisschen helfen. Bauen können wir hier immer noch nicht. Ne, schade. Sind eigentlich diese ganzen beknackten Hubschrauber, die der Kollege da hat. Okay, anscheinend kann man doch ein Haus. Ne, doch nicht. Oh, das wäre auch gemein. Hat er direkt da ein Geschütz hingestellt. Der Saftsack. So, dann hätten wir den auch. Da fehlt uns jetzt nur noch einer. So, das würde ich aber allerdings hier mal einmal hinvorrücken. Hier steht echt viel rum und hier wird auch echt einiges rumgeballert. Gut, er ist noch down gegangen. Zum Glück. Wieso sind die nicht gestorben? Ich glaube, ich bin einen kleinen Weg zu früh rübergerückt. So, den Scheiß haben wir jetzt auch mal weg. Harvester under attack. Aber lass doch meinen Harvester in Ruhe. Jetzt müssen sie hier schon ganz hin zum Kohle holen. Ach du meine Güte. Wie viel haben wir denn noch? 6. Na, das ist ein bisschen echt langsam, müssen wir rein. Ich würde jetzt noch ein bisschen bauen an Panzern. Dann die Atombombe noch abwarten. Und dann wirklich den ganzen Klabatz reinschicken und nur auf das eine Ziel. Ich glaube, das wäre echt mit so das Sinnvollste. Na komm, die können auch noch mit. Wir müssen jetzt alles mitnehmen, was wir kriegen können.
dass wir da gleich reinkommen. Repairing. Panzerbauen geht jetzt sehr schnell mit Dreifachgeschwindigkeit. Ist jetzt ja nicht so das Problem. Ich will vielleicht echt von hier hinten so reinfahren, weil hier sehe ich nicht wirklich viel. Aber dazu brauche ich auf jeden Fall erstmal noch bedeutend mehr Leute. Weil mit es sollte eigentlich reichen, wenn wir direkt reinfahren. Dezimieren dann Leute. Dann warten wir die Atombombe noch ab, dann hauen wir die Atombombe gleich hier rein und dann rollen wir rein. Mal vor, verbauen wir noch ein bisschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. So. Und dann noch 10 füllen und dann noch 10 Stück von. Und dann sollten wir echt genug Leute haben, denke ich mir mal. Können wir wahrscheinlich noch eine Motorpool bauen. Geht das noch ein bisschen schneller? Hier haben wir noch ein paar Leute. Nehmen wir da auch noch mit hin. Bin nur froh, dass die keine Atombomben haben diesmal. Weil das wäre wirklich anstrengend geworden. Also da bin ich mal nicht ganz sicher, das wäre sehr anstrengend geworden. So, können sie die gleichen fahren. So, die lassen wir jetzt einmal runterbauen. Und dann würde ich sagen, starten wir den letzten großen Angriff. Was macht der da oben eigentlich, ey? Ich finde die Musik ja auch so geil, ne? Also die Musik von dem Game, die ist richtig schön. Harvester under attack. Ja, ich weiß. Repairing. Repairing. Es werden auch jetzt wahrscheinlich gleich alle Harvester von mir abkacken. Zum einfachen Grund, weil die hier so viele Einheiten stehen haben. So. Ihr bitte schon mal einmal dahin vor. Ja, noch Panzer. Die schicke ich mal einfach so als Ablenkungsmanöver, schicke ich die mal rein. Das sollte auf jeden Fall als Ablenkung reichen. Harvester destroyed. Ja, ja, das war mir ja schon klar. So, und hier schön hinterher. Schön reinrollen hier. Harvester destroyed. So. Harvester under attack. So, jetzt bleibt mal hier auf, Jungs. Macht kaputt, was ihr kaputt machen wollt. Ich warte jetzt einfach nur. Das werden die wohl klären, ja. Und damit haben sie es geklärt. Ja. Na, ging dann ja doch noch. Aber viel länger hätte es auch gar nicht dauern dürfen, weil dann wären unsere kompletten Harvester kaputt gewesen. Und dann wären die vielleicht finanziell. Ja, die haben echt schon. Was haben wir denn hier? Ich habe nur 329 Units created. Okay. Ein Kollege 358. Aber der Stratton und der Wildish 624. Krass. Ja gut. So, was ist denn dann die nächste Mission? Wie viel haben wir denn überhaupt noch hier?
Wo haben wir nur noch drei? Ah, hier muss auch mein Kollege wieder gewinnen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich noch so 5, 6, 7 Folgen werden es wahrscheinlich noch. Und dann muss ich mal gucken, was ich hier mit 8-Bit-Armies mache. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird wahrscheinlich noch ein Koop mit einem Kollegen von mir kommen. Also die Koop-Missionen. Ich will folgen, das werden und wann das genau sein wird, kann ich jetzt noch so nicht sagen. Es kommt aber definitiv, das haben wir schon besprochen. Es kommt. Ich denke mal nächste, vielleicht übernächste Woche. Gut, aber dann möchte ich mich heute erstmal verabschieden. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.